Wir starten mit der Nummer 1. Die finde ich extrem krass, weil mir macht das wirklich sehr, sehr weh. Ich nehme mir ein Küssi in die Nähe, habe hier meine Blöcke und jetzt schiebe ich mein Gewicht zuerst hinten und komme ufe auf meine Rist, so dass sie richtig gedehnt werden. Und jetzt, damit es überhaupt aushalten, dann nehme ich das Küssi da unten rein und bleibe so in einem Schmerzbereich von gerade noch aushaltbar. Und ich konzentriere mich auch darauf, wo ist die Dehnung? Also ist die Dehnung mehr bei den kleinen Zeben oder ist die Dehnung mehr bei den grossen Zeben? Ich kann auch leicht hin und her bewegen, um zu schauen, um die Dehnung zu verändern. Jetzt bleibst du 3 Minuten in dieser Position und lass dich hineinsinken. Das Ziel ist, dass du in dieser Position kannst entspannen kannst. Und sobald du kannst entspannen kannst, also entspannen relativ, wirst du merken, wie sich auch im Hüftgelenk etwas anfängt, also in den beiden Hüftgelenken, verändert sich etwas, wenn du kannst deine Rist entspannen. Also, 3 Minuten. Immer mehr loslassen. Und ich lande jetzt da selber weiter machen. Du kannst die 3 Minuten bleiben und dann nachher langsam lösen. Einfach ganz langsam bewusst schauen, wieder ein bisschen Leben in die Zeber reinkommen. Und was ich gerne mache, nachher gerade auf die andere Seite auch noch strecken. Das heisst, Fußsohle auch noch drin. Das ist wie die gegenüberliegende Seite und das ist sehr, sehr angenehm. Schreib auf, was du jetzt da für Erfahrungen gemacht hast mit diesen 2 Seiten, also der Rist, wie hat sich das angefühlt und gerade auch noch die Auflösung mit der Fußsohle. Danke!